Thüringen. Jetzt hat die AfD ihren ersten Ministerpräsidenten. Wie hohl das jetzt alles klingt. Dieses wochenlange Gezeter bei CDU und FDP, warum man keinesfalls mit den Linken zusammengehen dürfe. Von wegen politische Ränder, Radikale, Ex-SED und immer so weiter. Die ganze rote Sockenshow aus den 90ern. Am Ende war nicht mal eine Tolerierung drin. Bei den selbst erklärten bürgerlichen Parteien der Mitte taten sie so, als wolle nicht Bodo Ramelow, sondern Erich Honecker Ministerpräsident in Thüringen werden bzw. bleiben. Nun aber haben die Bürgerlichen nach all diesen Wochen gemeinsam mit der AfD, der Fraktion aus Rechtspopulisten und Rechtsradikalen, einen FDP-Ministerpräsidenten ins Amt gehievt. Irre! Diese Wahl ist ein Tabubruch. Einen solchen Coup von Konservativen, Liberalen und Rechtsaußen hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Soll jetzt keiner sagen, das sei nur dummer Zufall gewesen. Klar, dem neuen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich, Wahlkampfspruch. Endlich eine Glatze, die in Geschichte aufgepasst hat, war seine Überraschung anzusehen, als im dritten Wahlgang der AfD-Kandidat überraschend gar keine Stimme mehr bekam und plötzlich er gegenüber Ramelow mit 45 zu 44 vorn lag. Für wie dumm hat Kemmerich die Rechtsaußen denn gehalten? Würden sie sich ernsthaft eine solche Chance entgehen lassen, die anderen Parteien mit ihren Abgrenzungsbeschlüssen im Landtag vorzuführen? Gewiss nicht. Man hätte das ahnen können. Kemmerich muss das einkalkuliert haben. Am Ende abonnieren Sie den Kanal und teilen Sie das Video mit Freunden.